Come on, herzlich willkommen. Ein neues Video und es ist an einem Sonntag, wie schön. Fangen wir gleich an mit dem ersten Thema. Letzte Woche Donnerstag oder diese Woche hatten wir einen Anno-Stream. Und in diesem Anno-Stream hat ein alter, bekannter Abonnent geschrieben, ich hatte zufälligerweise eine Pikachu-Mütze auf und da meinte, und dann sind wir auf das Thema Assassin's Creed Valhalla gekommen und Assassin's Creed Valhalla werde ich definitiv spielen und definitiv streamen. Das ist so richtig, das ist Plan bei mir. Und dann meinte der Kollege zu mir, ja, er würde ganz gerne, also er würde es cool finden, wenn ich mich generell irgendwie bei den Projekten, die wir haben, Facecam-technisch verkleiden würde. Und ich finde, das ist so ein bisschen, das ist eigentlich komplett Hand of Blood. Aber scheinbar, also zumindest hätte er das cool gefunden. Er hat gesagt, er würde mich auch ein bisschen unterstützen bei der Kostümauswahl. Und aber leider gibt es Valhalla-technisch keinen Merch von Assassin's Creed. Von daher, entweder kauft man sich so einen 5-Euro-Plastikhelm, Wikinger-Plastikhelm bei Amazon. Oder ich habe jetzt in meiner Amazon-Wunschliste deswegen einfach mal eine Assassin's Creed-Cappy und ich glaube in einen Assassin's Creed-Hoodie reingeschmissen. Wenn ihr das so cool findet und er das so cool findet und keine Ahnung, irgendwie ein bisschen da unterstützen möchte, dann die Cappy würde ja fast schon reichen, oder? Aber meine Kernaussage hinter diesem Thema ist eigentlich, findet ihr das wirklich so cool oder ist das einfach so ein Hand-of-Blood-Ding und er soll das machen und ich mache das besser nicht? Ich bin da sehr aufgeschlossen und habe dazu keine Meinung, noch nicht. Ich will erstmal eure Meinung wissen. Also ab in die Kommentare, schreibt, wie ihr das findet. Oh, ansonsten haben wir noch ein großes Thema und zwar der Dienstagstream. Der Dienstagstream ist ja bekannterweise jetzt vorbei, Factorio, weil wir haben die Rakete gezündet, wir haben das Spiel offiziell nach Vanilla-Regeln durchgespielt. Nun haben wir aber nur Bock, weiter Factorio zu spielen und haben uns ein kleines Modpack zugelegt und der Tenor des Streams, des Projekts wird sein, das Projekt Big Train Live. Wird Züge sein. Wir werden also eine Zugwelt generieren, wo ganz viele große Erzfelder und Kohlefelder verstreut sind und nicht so nah beieinander und man halt viel mit Zügen arbeiten muss. Und wir wollen, so viel kann ich verraten, wir wollen den Bus, den wir im ersten Teil, im ersten Factorio-Stream halt gebaut haben, umbauen zu einem Verfahren, das die Züge das übernehmen. Und da haben wir schon ein bisschen rumexperimentiert. Wir sind nicht ganz unvorbereitet, wir werden nicht ganz unvorbereitet an eine Sache herangehen. Bleibt aber gespannt und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Projekt dienstagsabends weiterhin um 20 Uhr zuschauen würdet, das ist geil. Und auch hier schreibt mir eure Meinung über dieses Big Train Live Projekt gerne in die Kommentare. Ich habe euch auch hier nochmal die ganze Modliste eingeblendet, wenn ihr das nachspielen wollt zum Beispiel oder noch Tipps habt für gegebenenfalls noch ein, zwei Mods, die vielleicht noch fehlen an der ganzen Sache. Wir sind gerne für was offen. Wenn ihr Bock habt, mal Gastspieler zu sein bei diesem Factorio-Projekt, weil wir sind sehr, sehr davon überzeugt, dass es viel, viel länger dauern wird, bis wir das Projekt durchhaben und es wird viel, viel, viel mehr zu tun geben in diesem Projekt. Dann scheut nicht, schreibt in die Kommentare, schreibt auf Discord, kommt einfach und spielt mit, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt gerne mal einen Dienstag dabei sein. Dann war es das schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich habe euch informiert. Ich hoffe, ihr findet das cool, so wie wir es geplant haben. Ich habe tierisch Bock, ich habe da richtig Bock drauf und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Meine Lieben, bis dann, tschüss.